JFT, just fair and direct. Einen wunderschönen sommerlichen Gruß, liebe Teilnehmer des heutigen Cluster-Webinars. Am Dienstag, 11. Juli, wird geschrieben und wir wollen gar keine große Zeit verlieren, denn die Märkte tun ja übrigens reichhaltig mit Spannung gesegnet. Und insofern freue ich mich, dass ihr heute dabei seid. Und wir wollen mal ein Stück weit wieder schauen, welche Assets denn hier unter Cluster-Gesichtspunkten am interessantesten erscheinen. Hier an der Stelle auch mal kurz in den Äther gefragt. Ich sehe gerade, lieber Andreas ist schon online. Und dieses Begrüßungsfondue, das schenken wir uns jetzt mal, weil das gebührt jemand anders in seiner Art und Weise, was auch schon immer noch lautstärker wird, so wie ich das zuletzt vernommen habe. Aber das muss natürlich jeder für sich branden und mögen, wie er mag. Ich mag auf jeden Fall euch hier ganz entspannt begrüßen zur, ich sag's mal, ihr sitzt den Händler hier auf der Couch sitzen mit der Tasse in der Hand zum Marktreview und eben Chancen sondieren, nachdem, dass sich hier die Cluster-Analyse immer als das erweist, dass man hier verschiedene Elemente der technischen Analyse eben verbindet, um schlussendlich Ableitungen für seine Märkte zu treffen oder auch neue Märkte für sich zu entdecken. Und da wollen wir jetzt ein Stück weit eintauchen. Insofern willkommen. Ich will hoffen, Bild und Ton sind da. Und da wollen wir auch gleich den Start-Slide auflegen. Müsste jetzt auch zu sehen sein. Und ich sehe auch der Protagonist der ersten Reihe hier, seines Zeichens Bernd, ist auch schon zugegen. Insofern wollen wir das Mic anschalten und gucken, ob er auch online ist, beziehungsweise der Ton da. Bernd, sei gegrüßt. Servus Chris und Grüße in die Runde. Ja, da haben wir es. Da sind wir schon wieder als du zugegen. Mir kommt es fast vor, als wärst du erst letzte Woche gewesen mit dem letzten Cluster-Webinar. Ja, kommt mir auch extrem verkürzt vor irgendwie diesmal. Ich weiß auch nicht. Schon, oder? Ja, wirklich. Witzig, dass es dir auch so geht. Mir kam jetzt eigentlich erst unlängst vor, ich denke mir, Moment mal, das ist ja auf jeden Fall nicht 4 Wochen her, aber es war so ziemlich genau der 11. Juni, meine ich, also vor exakt 4 Wochen. Auf jeden Fall, die Zeit rennt dahin und insofern freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist und uns auch, ich sag's mal, unter dem Aspekt der, ja, wie darf man sagen, der saisonalen Gegebenheiten hier auch wieder das ein oder andere aufs Tableau zauberst. Ja, ich habe 2, 3 schöne Aktien dabei. 2 Aktien habe ich, stelle ich vor. Und vielleicht schauen wir uns im Nachgang nochmal die Apple an. Die läuft ja noch als Trade. Können wir uns alles später anschauen, ja. Sehr, sehr gut. Da haben wir schon wieder 2 Aktien. Da seht ihr das. Da sind wir auch hier ein Stück weit nicht nur auf, ja, ich sag mal, den klassischen Trading-Märkten unterwegs, wie eben Index, Devisen oder auch Rohstoffe, sondern hier geht es natürlich auch um Aktien und das größere Bild. Deswegen will ich mir natürlich auch nicht die Ehre nehmen, um ein Stück weit dann auf die Indizes zu schauen. Aber vorher sei es genehm, hier auch nochmal den Risikohinweis einzublenden. Leute, klar, wenn der Bernd jetzt hier zum Appell bläst, die Apple-Aktie leer zu verkaufen oder auch strong long zu gehen, also auf steigende Preise zu spekulieren, dann ist das natürlich da keine Handelsempfehlung. Ja, das muss natürlich jeder für sich ganz klar selbst abwägen, wie viel er investiert, was er bereit ist zu verlieren. Denn klarerweise kann es auch mal ganz anders kommen als geplant. Ja, das ist natürlich der, sage ich mal, Ursprung der Spekulation. Denn wenn alle wüssten, was kommt, dann würde es schlichtweg keine Spekulation geben, dann wäre es ja sozusagen mal nach Zahlen. Und das machen wir natürlich hier nicht. Deswegen Risikohinweis mitnehmen. Jeder handelt auf eigenes Risiko und insofern wollen wir dann auch schon gleich mal in die Charts starten. Wenn ihr an der Stelle auch einen unter Umständen, ja, sag ich mal, Wert jetzt unbedingt auf der Lippe habt, der jetzt hier brennend diskutiert werden muss, weil wir häufiger bei unseren Formaten, sei es jetzt der Forex Bull oder auch das Devisenradar, immer wieder Teilnehmer haben, die dann gewisse Aktien einfach mal ein Stück weit gecovert sehen wollen. Da verweise ich natürlich gerne auf unseren Trading Room, wo ja auch der liebe Andreas die Stellung hält, beziehungsweise hier auch neben Index Trading und Co. auch mal Aktien besprochen werden. Schlussendlich da immer wieder auf das Format achten. Das ist ja ganz wichtig. So, jetzt wollen wir mal ein Stück weit in den Chart gehen, in die Chart-Action. Und da habe ich euch jetzt hier erst einmal
den Nasdaq mitgebracht. Bernd, Nasdaq, das heißt, hast du eigentlich heute Technologieaktien am Start? Weil du hast vorhin von Apple gesprochen, die Werte, wo jetzt sozusagen in der Pipeline stecken. Sind das jetzt auch Techs oder sind das eher, was weiß ich, Versorger oder Energietitel oder? Also Apple ist ja Tech-Wert, der läuft der Trade, zeige ich gleich. Und dann kommt heute noch Cognizant Technologies hinzu, amerikanisches Unternehmen, wie der Name schon sagt, Technologie. Und ein französisches Unternehmen, Legrand, und auch im Bereich der Elektrotechnik und auch schon technologielastig. Aber meine Güte. Französischer Wert. Ja, das ist ganz, finde ich ganz spannend, weil gerade, wie du sagst, französischer Wert ist ja, man hat ja den Fokus tendenziell nur auf deutsche Titel oder eben US-amerikanisch, klarerweise die größte Kapitalisierung dort zu finden. Aber ein französischer Wert, das höre ich ja mal gern. Aber zurück zum Text. Bin gespannt, was die Apple sozusagen signalisiert. Was hier auf jeden Fall der Nasdaq 100 signalisiert, ist ja relativ simpel. Wir sind hier im Wochenchart unterwegs und Anstoßbewegung. Und hier waren schon am Horizont tatsächlich, positive Zeichen ersichtlich. Denn zum Jahresstart, gerade jetzt 2023, die Wolken hätten ja kaum düster sein können. Zinsanhebungsphasen, Ukraine-Unsicherheit, klar, Inflation schwebt über uns. All das sind Themen, die die Märkte auch 2022 komplett belastet haben. Nur die Techs, die ja gerade in 2022 auch unter Druck kamen, und da müssen wir einfach auch nochmal ganz kurz hier ein Stück weit die Projektion zur Rate ziehen, vom Höchststand hier bis zum Tief, ist es, und das ist natürlich dann eben auch genau das, wenn es mal anders kommt, hier einfach mal vom Index her allein schon 37% gen Süden gegangen. Ihr wisst es, das sind viele Top-Titel dabei, die hier 70% und mehr gefallen sind. Ob das jetzt Schnäppchenjagd sein kann oder auch nicht, hier der Hinweis auch im Rahmen des Themas der Cluster-Analyse, schaut euch auf jeden Fall die Indexmärkte an, also die Mutterindizes. Wir haben natürlich in den USA da eine krasse Verschiebung, dass einige wenige Aktien die Indizes tragen und viele andere theoretisch ein Stück weit, nicht den, Effekt haben, den Index mit nach oben zu ziehen, sondern vielmehr sehr schwach tendieren, was ja auch das breite Bild der Wirtschaft darstellen soll. Und hier ist es immer wieder auch wichtig, Leute, dass wenn ihr Aktien analysiert, euch auch auf jeden Fall mal den Index anschaut, um die Allgemeinstimmung zu erfassen. Denn nach dem Abverkauf hier von vielen Werten im Bereich, auch die Fangtitel sind ja ordentlich unter Druck geraten, deutlich im Bereich von über 50%, 60%, 70% minus, hat natürlich auch der Index selber hier 37, rund 38 verloren. Und das ist natürlich sehr, sehr signifikant für einen ganzen Index in diesem Zeitfenster. Nur, und das ist spannend, Leute, technische Analyse macht es ja möglich. Denn auch Cluster mit Fibonacci, Saisonalität und Co. muss man auch nicht das Rad neu erfinden und großartig viele experimentelle Neuheit erfinden, sondern schaut euch einfach diese, simple Liniengebung horizontaler Natur an. Das ist ja auch das, was der Andreas immer sehr gern in seinen Simplified-Charten macht oder Charts auch unter Daytrading-Gesichtspunkten macht, dass man eben hier Horizontallevel sucht und dann am Ende auch mit simplen Trendlinien agiert. Und das ist tatsächlich auch schon eine Cluster-Analyse, denn Support-Resistant, also Unterstützung, Widerstand, diese Marken im Chart schon mal zu definieren, wo ist denn hier Price-Action? Wo sammeln sich denn gewisse Kerzen? Und da muss man jetzt nicht unbedingt mit einem Volume-Chart daherkommen oder irgendwelche, Sonderheiten erfinden, sondern diese simple Trendlinie ist ja am Ende des Tages auch schon mal Genüge, um zu sagen, hier zumindest in der Zone 11.000, 11.500 hat sich hier im Jahr 2000, da sprechen wir ja dann doch um die Zeit, als Corona dann schon in vollen Gängen war, hier tatsächlich eine Price Action allokiert, die, und das hat man hier gesehen, immer wieder von Interesse war. Und das ist genau das, wo man in erster Linie, wenn man clustert, sozusagen, ich glaube, das hatte vorhin der Bernd sag ich schon, der Andreas geschrieben, clustern. Bevor man sozusagen Cluster oder Support sucht, muss man hier auch dann einfach die Zonen mal definieren, wo gewisse Price Action stattfindet, wo der Preis sich mehr oder weniger festhängt. Und das ist natürlich etwas, worauf man dann ableitend auch auf einzelne Titel wieder in den Index reinschauen kann. Hier auf den Nasdaq bezogen war zum Jahresausklang die Situation trüb und düster. Schlussendlich hat sich aber hier aus einer Phase heraus, die in 2020 schon existierte, eine gewisse Stabilisierung ergeben. Und dann kommt zu diesen Horizontallinien eben hier diese schräge Trendlinie. Ja, klar, schräge Trendlinie, kann man auch drüber streiten. Ihr kennt den Spruch,
Schräge Trendlinie, schräge Typen. Das ist auch ein Klassiker an der Stelle, weil wo lege ich die Trendlinie denn nun an? Ja, also gerade jetzt hier mit diesem Pump im August 22, ja, da hätte ich die Trendlinie auch hier weiter oben anlegen können, sozusagen, wenn ich das jetzt mal verschiebe, praktisch da. Ja, das ändert aber grundsätzlich dann nichts, dass ich A, weniger Auflagepunkte dann hätte und zum nächsten, ja, man muss auch sagen, hier eben vielerlei, und das ist auch wieder so ein Thema der Cluster-Geschichte, dass man viele sowohl horizontal als auch um Trendliniengestalt Anlage, Auflagepunkte, Price Action Zone findet und definiert. Und da geht es nicht genau um den Cent oder den Euro, sondern um diese grobe Definition. Und klar hatten wir hier schon Ausbruchsversuch im Sommer 22. Hier war es schon sehr bullisch, der ganze Grundtenor. Das Ganze folgte dann eben einige Monate später auch nochmal von tieferer Region. Und es kam, wie es kommen musste, es wurde eben diese Trendlinie attackiert. Und dann recht simpel, Leute, auch hier Dow-Theorie, Markttechnik neben diesen Linien, auch ein Element der Cluster. Ich hoffe, jeder von euch kennt ein Stück weit die Markttechnik-Analogie vom lieben Micha Vogt, legendäres Buch an der Stelle, wo man praktisch den Markt im Rahmen einfacher Hoch- und Tiefpunkte definiert. Das Ganze mit Multi-Timeframe auch noch kombiniert. Das heißt, man verschachtelt hier verschiedene Zeitebenen, um eben seinen, Trigger zu finden. Und so kann man eben vom Monats- oder Wochenchart wie hier dann eben ableiten, hey, wir haben hier einen Tiefpunkt im Oktober gemacht, hier einen Tiefpunkt im Dezember und es gab ja luftleeren Raum seither hier auf der Tiefebene und tieferes Tief wurde nicht bestätigt durch ein neues tieferes Tief, sondern ein höheres Tief, so rum. Lasst euch jetzt nicht verwirren, das mit den HT und TT ist immer ein bisschen verwirrend. Aber hier fand auf jeden Fall ein tieferes Tief statt, hier ein höheres Tief. Und dann ist der Preis, und das ist Markttechnik, wie es im Buche steht, eben über die letzten Reaktionshochs ausgebrochen. Und hier einfach nur zur Darstellung dessen, dass man hier auch clustern, witziges Wort an der Stelle übrigens, irgendwo habe ich das jetzt drin im Kopf, dass man eben auch hier clustern kann, ohne große, ja, sage ich mal, Zusatztools, sondern mit der simplen Charttechnik eben. Und wir sehen eben dann kombiniert mit der Markttechnik, dass es dann hier eine Aufwärtsbewegung gab. Und das ist jetzt wieder mal sehr spannend, deswegen den Nasdaq. Denn wir sind hier an eine Zone rangelaufen, 15.200, plus minus ein paar Pünktchen. So, und da sehen wir doch nun mal sehr deutlich, dass es einerseits hier eine kleine Price Action, die ist nun wirklich klein, weil es gab ein Tief, dann ist der Markt eigentlich relativ durchgeraucht. Nur mit der Bestätigung, beziehungsweise mit diesem Rücklauf an diese Zone 15.200 vom März letzten Jahres, inklusive dieser Trendlinie. Wohlwissentlich, diese Marke ist jetzt dann hier eben tatsächlich schon mal in den Chart gemeißelt. Und genau dieses Level stellt jetzt aktuell eine Widerstandszone dar, wo sich der Index, und da kommt jetzt auch noch gleich der Abschluss zum Nasdaq, nämlich hier auch dann noch mit dieser recht steilen, vom Winkel her betrachteten Aufwärtstrendlinie daherkommt. Und siehe da, hier haben wir wieder einen Cluster auf das aktuelle Level bezogen, Leute. Das heißt, hier oben ist eine relativ deutliche Widerstandszone. Das Ganze wird gestützt durch eine Trendlinie, die auch unlängst in der aktuellen Handelswoche tatsächlich erst bestätigt wurde. Und nun stellt sich natürlich die Frage, gehen wir jetzt weiter nach oben raus oder nicht? Technisch wirkt das alles sehr bullisch. Nach einer Korrektur von rund 38%, hey Leute, dann darf der Markt auch gern mal in dem Fall 43, Moment, ich muss ans letzte Tief. So. Ja, sind wir dann doch schon bei 46% steigen. Das ist natürlich auch wieder dieser Markt, diesem Marktsegment geschuldet. Wir sind hier in einem hochvolatilen Markt, der eben auch, wenn jetzt die Indexmärkte rein technologiebasierend sind, natürlich da auch durch hohe Volatilität gekennzeichnet ist. Und nun stellt sich die Frage nach diesem starken Impuls, dreht der Index weiter auf? Und da sind wir jetzt eben in der Situation, wo wir ein Stück weit abwägen müssen. Technisch wirkt das Bild gut, doch ihr kennt es natürlich, diese saisonalen Verhältnisse. Und das schließt sich jetzt so ein Stück weit die, oder schließt sich ein Stück weit der Kreis, will ich vielmehr sagen. Ich ziehe nämlich mal Seasonex rüber. Und dann schauen wir uns doch mal den Nasdaq 100 an, wie er denn saisonal daherkommt. Erstmal gehen wir ins ganz große Bild, die letzten 37 Jahre. Wir sehen die grundsätzlich ansteigende Tendenz. Jetzt indexieren wir das Ganze, um einfach mal die einzelnen saisonalen Phasen mitzunehmen. Und da wird es eigentlich relativ lahm mit Blick auf die letzten 37 Jahre. Gehen wir mal auf die letzten 10. Da haben wir natürlich eine Situation, die sich schon ein Stück weit anders darstellt. Blenden wir auch den
aktuellen Datumsfakt ein, dann sieht es so aus, hier sind wir praktisch gerade, dass wir natürlich in den letzten 10 Jahren, oder lasst es uns auch gerne auf die letzten 15 Jahre ausdehnen, eine absolut bullische, manische Phase, will ich fast sagen, an den Märkten hatten. Niedrigzins-Nullzinspolitik, Liquiditätsschwemmen, der Markt hätte nicht jubelnder sein können und schlussendlich hier der Markt auch gerade in der Sommerphase, sell in May and go away, temporär, hier aber sehr bullisch unterwegs. Tatsache ist, bis August sieht das auf breiter Front gar nicht mal schlecht aus. Wir schauen uns dann auch gleich noch den DAX an, da wirkt das ein bisschen anders, das Bild. Nur interessant, dass man hier eben zunächst auch weiteren Pump sieht, was mich auch hier einen Ausbruch vom Nasdaq favorisieren lässt. Um das mal konkret zu machen. Der Chart wirkt bullisch. Auch jetzt hier, wenn wir da diese 46-47%ige Performance vom Tief des letzten Jahres gemacht haben, ist es so, der Trend ist intakt und die Chance jetzt vom letzten Tief bis zum Hoch, da haben wir immerhin noch 31% auch an Rendite gemacht. Also noch ist gut, da werden wahrscheinlich viele froh, solche Renditezahlen auf ihrem Kurszettel zu sehen. Aber faktisch hier stark gelaufen der Index und jetzt muss es noch nicht vorbei sein. Da wir beim DAX, und das ist natürlich die große, Problematik, dass wir da beim Performance-Index zu kämpfen haben, schon ein neues Allzeithoch generiert haben, was wie gesagt ein Stück weit verwischt und wischiwaschi ist, weil schlussendlich der DAX natürlich da nicht repräsentativ gegen die US-Indizes verglichen werden kann, weil eben da die ganzen Dividenden einfließen, was es hier nicht tut bei den US-Indizes, sind wir auch nur unweit eben der Höchststände. Und wir haben im Prinzip die Korrektur, das haben wir auch beim letzten Cluster-Webinar und auch schon im Vorfeld signalisiert, ein Stück weit beendet. Der Bärenmarkt hat sich zum Jahreswechsel tatsächlich verabschiedet. Hier beim Nasdaq 100 auch relativ technisch, wie schon eben besprochen, klar zu sehen. Trendlinienbruch, markttechnisch höhere Tiefs gemacht, Ausbruch vollzogen, jetzt Trendlinie eingelegt. Die große Frage wird sein, gehen die Märkte jetzt wieder steil, wie in den letzten 10, 15 Jahren, Nasdaq 100 insbesondere, ja, das. Und da möchte ich jetzt gleich sagen, wage ich etwas zu bezweifeln. Einzig die Notenbanken gehen wieder komplett von ihren, Zinsmaßnahmen zurück. Denn na klar, dieses Thema Rezession, globale Krisen, das ist nicht vom Tisch, Leute. Also hier ist natürlich noch ganz viel am Feuern und am eskalieren, kann man auch sagen. Denn so wie der Chart jetzt hier aussieht, ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und da muss man natürlich auch ein Stück weit vorsichtiger sein, weil natürlich die ganzen Corona-Hilfspakete, die ganzen Subventionierungsmaßnahmen nach wie vor mehr und mehr auslaufen. Die Förderung, da hat Amerika ja richtig Gas gegeben in Sachen Subventionierung. Das hat auch der Notenbank natürlich dann auch wieder das Recht zugesprochen, dass sie am flexibelsten agieren. Im Umkehrschluss natürlich jetzt die steigenden Zinsen auch wieder ganz andere Herde öffnen, die hier Gefahr inne haben. Und ich will mal sagen, der Index selbst für mich bullisch. Nehmen wir die 15.200 raus, dann gehen wir in Richtung runder Hausnummer 16.000 und das nächste Widerstandslevel wäre die 16.400. Ich glaube, vermute in dem weiteren Juli-Verlauf, auch in den August hinein, sollten wir hier nach oben aufdrehen, weitere Hochs machen. Ich glaube natürlich, in Anführungszeichen, jetzt nicht an ein neues Allzeithoch, sondern dann vielmehr an eine mögliche eher schwierige zweite Halbjahresphase, weil natürlich die Notenbank zunächst meint man erstmal einiges richtig gemacht haben, obgleich wir in Europa auch die Problematik haben, während die Inflationsraten in Peripheriestaaten oder auch Spanien zum Beispiel speziell krass zurückgehen, stark zurückgehen. Bleiben sie gerade Deutschland hoch oder Österreich sind sie ja sogar noch höher. Das heißt, da ist natürlich dieses Gebilde der Inflationslösung nach wie vor ein Thema und das wird auch im weiteren Jahresverlauf ganz wichtig sein. Morgen haben wir CPI dann, das heißt hier Verbraucherpreise aus den USA, da wird es auch wieder sehr volatil werden, gerade mit Blick auf dann die nächsten Monate, wie denn die US-Notenbank die Zinspolitik weiter ausfährt. Und das dürfte auch, und hier wird an den Märkten natürlich auch, und das muss man natürlich sagen, ein Stück weit schon die Zinsendphase, Schrägstrich auch schon natürlich die Zinssenkungen inkludiert. Ja, wir laufen an den Märkten Monate voraus. Hier wird die Zukunft gehandelt. Wenn die Notenbank jetzt den Leitzins auf XY anhebt, dann ist das schon, kommuniziert und keine Überraschung. Vielmehr ist ja das Thema, was ist denn in den nächsten 6 bis 12 Monaten? Und da wird hier an den Märkten natürlich genau das gespielt oder wurde auch gespielt, dass die Märkte hochlaufen. Und ich
bin da auch dabei, dass das gut funktioniert hat bislang. Zumindest man auf breiter Front auch die Märkte, Schrägstrich, überhaupt alles, was, sage ich mal, rund um die Märkte und die Inflationsgebaren Thema ist, beruhigen konnte. Zumindest haben wir ja die Peaks zumindest erreicht, beziehungsweise es gab krasse Gegenbewegungen. Insofern einiges richtig gemacht. Nur natürlich, ob das jetzt der heilige Gral ist und es jetzt einfach straight weitergeht, so wie wir das die letzten 10, 15 Jahre gesehen haben. Ihr wisst, wovon der Nasdaq-Index herkommt. Das ist natürlich erstmal unbeschrieben. Ich vermute, und ich meine, das habe ich auch zuletzt schon mal gesagt, dass wir hier eine volatile Seitwärtsphase übergehen werden in den nächsten Jahren. Wenn wir hier neue Allzeithochs machen, dann glaube ich nicht, dass das der Startschuss für die nächsten 35-40% sein wird, sondern ich meine, hier muss man wirklich diversifizieren. Und da kommen natürlich auch dann solche Tools, wie der Bernd gleich zeigen wird, clustertechnisch mit der Saisonalität zum Spielen, weil man natürlich auch hier tatsächlich monatsweise durchaus seine Aktien changen kann, beziehungsweise schauen sollte, welche technisch interessant sind, um hier auch kurzfristig zu agieren. Also Buy and Hold. Ich bin gespannt, wie das in 10 Jahren, ich muss mal eine Note machen, aufs Jahr 2032, 33, nach dem Motto, was ist denn passiert, weil ich jetzt eher annehme, wir gehen in eine volatile Seitwärtsphase über. Das könnte sich nur ändern, wenn die Notenbanken wirklich den Zins wieder runtersetzen, die Überliquidität weiter wieder zunimmt. Aber das, wie gesagt, ist ja eigentlich nicht Ziel der Maßnahmen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Also, Nasdaq 100 sieht gut aus. Bullisches Segment, hier auf das Level oben geachtet, nämlich hier die 15.200, und klar, den Südfall will ich jetzt auch besprechen. Wir haben hier den Wochenchart, das heißt, die Trendlinie, wenn schon mal gebrochen wird, wäre schlecht. Hier viel signifikanter, da können wir auch gerne mal in den Tageschart reingehen, um das noch ein Stück weit aufzuleuchten. Da sehen wir auch hier diese Zone, da könnte ich jetzt auch eine einzelne Trendlinie wieder in den Chart zimmern. Da kann man auch, das macht der Bernd, das seit kurzem, da hatten wir uns unlängst auch wieder unterhalten drüber, hier sozusagen solche horizontal, sage ich mal, Balken, ja, die man auch hier in Stock 3 oder jeder anderen Plattform auch simpel zeichnen kann, macht natürlich Sinn und zeigt uns hier eine Zone auf, die praktisch rund um 14.650, 14.700 liegt. Ja, das ist auch hier diese, sage ich mal, Verkaufskerze, die wir gesehen haben am 26.06. Und von da konnte der Index sich wieder berappen, an das Widerstandslevel ranlaufen, und jetzt oszilliert er so ein Stück seitwärts, aber ja, höheres Tief gestern gemacht. Das sieht gut aus, dass er theoretisch weiter anziehen sollte. Geht der Index unter die 14.650 drunter? Gut, Trendlinie wäre dann passé. Die kann ich jetzt auch noch ein Stück weit schieben, aber die ist eben vom Wochenchart adaptiert. Schlussendlich geht der Index hier drunter, dann haben wir ein Stück weit Luft. Ja. Wie weit die Luft dann reicht, 14.200, erstes Ziel, dann krasser Pullback in Richtung 13.000, kann alles nicht ausgeschlossen werden, aber ich bin, und da bleibe ich erstmal bei, relativ bullisch für den Nasdaq. Wie sieht's denn jetzt beim DAX aus? So, DAX des deutschen Lieblings. Wie gesagt, das ist auch jetzt, sag ich mal, die Königsdisziplin von unserem lieben Andreas. Und da will ich natürlich jetzt keineswegs irgendwelche kurzfristigen Tendenzen abzeichnen, weil da ist der Andreas auch gerade mit seinem Wochen- und auch Tages-, sage ich mal, Analysebericht immer wieder hautnah dran. Ich zeichne ja, wie gesagt, hier ein Stück weit das größere Bild, auch im Rahmen der Clusteranalyse. Man darf ja durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein, sollte das auch so sein. Wie vorhin schon gesagt, wenn es das nicht gäbe, hätten wir ja auch am Ende des Tages gar keine Spekulationscharakter oder Spekulations-, sage ich mal, Gegebenheiten vielmehr. Gut. Der DAX zeigt uns, und das haben wir ja gesehen, ein temporäres Allzeithoch. Das war genau das Ein-Tages-Allzeithoch. Wow, schon mal eine grandiose Leistung. Hier übrigens ganz vorab gesagt, das ist auch der Wochenchart wie beim Nasdaq. Hier gab es dann eben auch den Bruch der Trendlinie und hier aber schon wesentlich dynamischere Bewegungen. Das heißt, der deutsche Aktienindex hat ja hier die US-Amerikaner outperformed. Früher Trendwende, frühere Performance und steilere Performance und jetzt auch noch das Allzeithoch geknackt. Aber wir sprechen hier vom Performance DAX. Beim Kurs DAX sieht das ein bisschen anders aus. Den zeige ich euch dann auch am besten gleich nochmal. Den sollte man dann auch immer zur Rate ziehen, wenn man die Indizes direkt vergleicht. Fakt aber hier, in der Vorwoche gab es natürlich mit der ganz groben Kelle, und das hat beim DAX charttechnisch hier eine Hasenscharte hinterlassen. Denn die Unterstützung 15.700, 15.710, wir machen es mal rund, die wurde eben per Weekly Close unterschritten. Und jetzt sehen wir hier die blauen Tendenzpfeile, das sind sozusagen die Insta
Pfeile, die immer dann eben sagen, wenn ich so ein bisschen die Tendenz mal abfrage, was ist denn eure Meinung? Ist immer ganz interessant zu sehen, wohin denn die Community denn da tendiert, aufwärts oder abwärts. Und ich müsste jetzt mal gucken, was da der aktuelle Sachstand war. Das kann ich leider nur mobil machen. Denn auf dem Level der Web-Applikation sehe ich die Umfrageergebnisse nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Da ist dann eben Instagram dann doch ein bisschen arg auf mobil. Aber ich will es jetzt mal gleich realtime ausrufen, nämlich die DAX-Analyse. Und nur so zur Info, präferiert werden 29% aufwärts und 71% abwärts. Also die Masse der Teilnehmer geht hier von einer DAX-Schwäche aus. Und das ist jetzt mal die Frage. Jürgen schreibt es gerade rein, als hättest du Gedanken lesen können. Ich hätte vielleicht vorher fragen können. Wie seht ihr das denn? Seht ihr den DAX eher in dem Fall, jetzt machen wir so ein bisschen Social Media hier im Webinar, eher abwärts, blau tendierend oder aufwärts, sprich der fängt sich. Gibt es da mal einen kurzen Feedback, um auch ein Stück weit wach zu werden bei diesem Monolog, was ich hier treibe? Ich meine, Bernd ist vielleicht auch schon eingeschlafen oder schlappert er noch am Schaum vom Mittagsbier, ich weiß es nicht. Aber in jedem Falle, lasst mal ein Feedback da, was ihr denn präferiert jetzt für den Sommerverlauf DAX. Eine simple Frage. Geht es jetzt eher vom August, sag mal Juli, August, September von fallenden Preisen aus oder eher von steigenden? Das wäre nochmal eine wichtige Indikation, während ich hier fortfahre. Lasst da mal ein Feedback da. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal in den DAX Seasonal. Und da sehen wir hier, also ich kann jetzt da auch nochmal den, wir hatten ja unlängst da auch einen Geburtstag, wobei ich mich frage, warum das jetzt 43 Jahre sind hier bei diesem DAX. Wir hatten meines Erachtens 35-jähriges Jubiläum. Bernd und Andreas, korrigiert mich, aber warum haben wir hier eine Saisonalität von 43 Jahren? Es gab ja den Commerzbank-Index früher, also zurückgerechnet, ähnlich wie beim Euro. Das wird wahrscheinlich was in der Richtung haben. Okay, jetzt kommen schon die ersten weiteren Meldungen rein. Tendiert oder gibt es da mal gerne Feedback? Ich zeige euch jetzt mal hier auch indexiert. Das sieht jetzt aber ein bisschen krasser aus. Wenn ich es nicht indexiere, sieht es humaner aus. Mal den DAX. Und mit Blick auf Alltime, die letzten 15 Jahre, letzten 10 Jahre, tiefer möchte ich nicht gehen, weil 5 Jahre ist statistisch, das sehen wir ohnehin, eine leicht fallende Tendenz, das geht in Richtung von Kirsten, nach dem, Moment, vom Klaus, leicht fallend, ja, die letzten 5 Jahre war das beim DAX tatsächlich der Fall. Und was ja aber hier faktisch ist, Leute, der ja, Fakt der saisonalen Schwäche im Sommer, das lässt sich auf keinem Index rauswischen bzw. wegdenken. Wir haben hier speziell eben dann, wenn wir in dieses Q3 reinlaufen, also das Ende von Q3, Q4, Oktober, ihr kennt es, den Oktober-Crash, der schwarze Oktober, schwarze Montag im Oktober vielmehr, heftige Dinge. Nur es ist spannend zu sehen und das passt natürlich jetzt auch ein Stück weit zu den Indizes. Der DAX hat eben da oben auch sein Hoch erreicht. Dass der jetzt dann dynamisch wieder rauszieht, sehe ich eher weniger und ich hatte auch dann tatsächlich oder würde präferieren, hier diesen Rücksetzer. Saisonal wie auch technisch bedingt. Wir sind in den Märkten schon sehr stark gelaufen, Leute. Ich meine, ihr kennt diese statistischen Mittelwerte, ja, eine solide Aktie bzw. ein Index steigt seine 7-8%, ja, historisch gesehen, auf Blick der letzten Jahrzehnte. Ja, dass wir jetzt beim DAX und anderen Indizes natürlich schon groß zweistellig unterwegs sind, erlaubt natürlich ein exorbitantes Special-Jahr, so will ich es mal nennen, kann aber natürlich im Umkehrschluss auch dazu führen, dass wir diese jetzt aufgelegte Performance zum Jahres und zum ersten Halbjahr, zum Jahresauftakt und Co., dann jetzt ein Stück weit verdauen, konsolidieren. Und so wie ich das hier sehe, hier heißt es auch vom Huber direkt ab dem Juli Verfall, klar, es wird sicher, meiner Meinung nach, sicher ist immer ein ganz gefährliches Wort, aber meiner Meinung nach auch erstmal ein Stück weit gen Süden gehen. Ihr seht hier diese, sage ich mal, Level, die ich da erachte und hier habe ich auch daneben der Saisonalität und der technischen Situation eben auch die Fibos drin. Fibonacci lässt grüßen im Rahmen der Proportionslehre und da wäre ein Rückgang in Richtung 14.555, ich sag's mal, eines der Idealszenarien für den DAX. Also wenn der bis dahin läuft oder fallen würde, dann wäre das meines Erachtens, und das ist ja hier von diesem Unterstützungslevel, was wir gebrochen haben, sind es ja gerade mal 7%. Ja? Und wenn wir eine Ausdehnungskorrektur in Richtung 14.000 machen, sind wir bei 10%. Das ist ja alles noch verträglich und auch völlig normal und mit Verlaub
gesund für einen Index, der im Prinzip hier seit Ende letzten Jahres ein Stück weit hoch eskaliert ist. Und jetzt haben wir natürlich das Thema der theoretischen Leitzinssenkung, des Ingriffskriegen der Inflation. Das ist eingepreist in den Märkten. Das haben die Märkte adaptiert und davon wird jetzt ausgegangen. Und entweder man befeuert jetzt tatsächlich diese Aussagen mit Zinssenkungen, mit Tendenzen, dass Zinssenkungen näher sind als eben dieser Flat-Gedanke, also wir machen nichts, dann ist das natürlich genau das, wo man sagt, hey Leute, hier wird es spannend, denn hier wird natürlich wieder in die Zukunft gehandelt. Und die CPI-Daten, die Notenbankentscheidung, die diesen Monat anstehen, das wird alles, sage ich mal, Würze geben, um natürlich die Indizes auch hier anzutreiben. Und jetzt sind wir gerade, und du schreibst es gerade auch, Hubert, hier der aktuelle Pullback, so kann man es ja sagen, an diese Zone, an diese gebrochene Widerstandszone, kann Short-Einladungen darstellen. Ja, kann aber natürlich auch genauso ein Fake-Out hier sein. Das ist ja immer das, ich muss jetzt einfach auch noch abfeiern, das Unwort der letzten Jahre. Neben Volume-Trading ist ja hier Liquiditätszone das große Thema, ne? Liquidität schöpfen. Das ist ja nichts anderes als ein Fake-Out, Leute. Davon reden wir seit 20 Jahren. Nur haben wir es nicht Liquiditätsschöpfung oder Liquiditätszone genannt, sondern es ist ein simpler Fake-Out. Da wird einfach das Geld, der Markt treibt praktisch den Preis in eine Richtung, führt viele Marktteilnehmer auf die falsche Fährte. Das große Geld nutzt das, um Positionen zu drehen, um hier den Markt auf eine falsche Fährte zu führen. Und schlussendlich gibt es dann aber ja den Reversal-Move. Und hier habe ich auch schon immer auch bei Devisen-Trades gesagt, Leute, wenn ihr so einen Trade seht, und hier gibt es in dem Fall ja Verkaufssignal, dann kann man hier durchaus versuchen, short zu gehen, weil die Tendenz unter den gerade genannten Punkten durchaus möglich ist. Und wahrscheinlich ist, dass wir jetzt eher schwächere Monate, Wochen erleben könnten. Nur wenn der sich nicht erübrigt und der Index hier zurückkommt, ey Leute, dann sind wir erstmal wieder auf dem Weg in Richtung 16.000, 16.300 und dann darf es auch und kann es auch ein neues Allzeithoch geben. Da will ich hier unten an der Stelle auf gar keinen Fall short sein. Ja, deswegen hier auch zu Beginn gesagt, Risk Disclaimer lässt grüßen, seht zu, dass ihr da euren Risiko, ja, sage ich mal, Hebel im Griff habt. Ne? Klar kann man verschiedene Positionen machen, Positionssplitting ist all das, was geht. Zum Beispiel hier, kurz mal ein Querschlag, jetzt haben wir hier Gold, auch kurz vor der Ausbruchssituation beim US-Dollar-Cut gestern thematisiert. Ich bin hier schon mal short reingerutscht, ja, mit dem neuen Tief. Gefällt mir gut. Am Ende des Tages hätte ich aber auch durchaus noch eine höhere Short-Position geplant. Sofern der Preis jetzt noch nach oben geht, ist es genau das Gleiche, dass ich hier praktisch reinpyramidisieren will. So kannst du das natürlich theoretisch auch bei Index-Charts machen, beziehungsweise ohnehin bei jedem Trade, dass man natürlich nicht genau den Point of Contact sucht und jetzt genau bei diesem Level muss der Index drehen, beziehungsweise gehe ich long oder short, sondern man kann sich ja mit Positionen reinskalieren, um seine Meinung sozusagen abzubilden. Ja, ob man dann richtig liegt, das sieht man, wenn das Licht angeht oder die rote Lampe und der Stop-Loss einem hier vom Parkett fegt. Deswegen hier aber wichtig, den Stop-Loss und das Risiko abgemessen zu wissen. Und ich präferiere in der Tat eine fallende Tendenz, macht mich aber auch nicht quirre, denn vielmehr sehe ich hier Chancen, um auch die ein oder andere Aktienperle vielleicht wieder einzusammeln, die denn da am Horizont herumschwelgen. Und jetzt ist natürlich das Stichwort gegeben, lieber Bernd. Ich will mal schauen, horchen, sehen, wo du zugegen bist. Denn der Punkt ist doch jetzt mal die Frage, ob du bereit bist, uns hier vielleicht entgegen dieser saisonalen Schwäche, denn kurzfristig kann es ja durchaus noch aufgehen. Beim saisonalen Chart vom DAX sahen wir das, beim Nasdaq sahen wir das. Und wie gesagt, der Nasdaq kann ja jetzt auch einen Ausbruch vollziehen, wo ich durchaus Luft nach oben sehe. Ob das jetzt ein neues Allzeithoch wird, wage ich ja zu bezweifeln. Aber das kann den DAX natürlich auch hier wieder zurückführen. Hast du denn Long- oder auch Short-Setups? Wie ist denn das da bei dir auf deiner Screening-List? Auf meiner Screening-Liste nur Long-Signale aktuell. Aber das betrifft ja nicht den DAX. Wie du eingangs auch erwähnt hast, der DAX, warum ist der im Vergleich zum Nasdaq saisonal schwächer als die US-Indizes? Weil, wie du schon sagtest, Performance-Index. Die Dividenden werden im Mai gezahlt, hauptsächlich, oder im Juni. Und dann ist erstmal die Luft raus. Die Leute haben ihr Geld im Sack und der Index steigt aufgrund nur dieser Dividendenzahlung und dann hat er die Hochs. Das passiert natürlich im Nasdaq und vor allen Dingen der breitere Markt in den USA, der ist für mich viel wichtiger als der Nasdaq, also S&P 500. Ah, den habe ich gar nicht beleuchtet. Ja, ist richtig. Das ist für mich der Index in den USA, der zählt, weil der
bildet wirklich die breite Masse an Aktien ab und nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viel, Nasdaq 100, ja, und DAX, ja, Dow Jones. Nein, das sind alles Kursindizes und deswegen war der DAX jetzt auch so stark. Und mit der jährlichen Performance von 7-8%, wenn der jetzt da runterläuft, wie du es eingezeichnet hast, dann ist die Jahresperformance, weil schauen wir auf den Januar 2023, dann sind wir auf Null. Ja, ja, ist richtig. Ist richtig. Ja, genau. Dann hat er zum Jahresende noch Zeit, seine 6-7% zu machen. Ja, könnte er machen, ja, logisch. Aber ja, aber dann haben wir den Durchschnitt ja wieder erreicht, oder? Richtig, das ist ja genau das. Ne? So extreme Jahre, die hast du natürlich immer wieder mal drin. Der Fakt eines Ausschlags ist immer gegeben. Da haben wir natürlich auch extrem starke Jahre hinter uns, aber follow the trend. Du weißt es, Bernd, wir gehen natürlich lieber mit dem Trend, nur beim DAX, wie du schon richtig interpretiert hast, ist das jetzt alles ein bisschen dünne Luft da oben. Das sehen wir auch mit diesen Kursgaps. Deswegen bin ich jetzt auch mal in den Tageschart reingesprungen. Und der DAX, der hat durchaus, also ich will mal sagen, das ist ja das mit dem klaren Unterstützungsfall, den wir hier sehen, ne? Dass der jetzt hier sich hochbohrt wieder und eben die Leute auf eine Fährte führt, die hier Short rein sind, meinetwegen mit Pending Shorts, so wie ich das beim US-Dollar-Cut habe. Ja, lauernder Order, neues Tief, wird das gerissen, will ich Short rein, zack. Da sind jetzt bestimmt ein paar DAX-Player auch schon Short drin, noch in ihren Positionen. Die Frage ist nur, wie lange halten die es aus? Haben die ihre Risikoappetite im Griff? Haben die einfach mal auch berechnet, bis wann sie eine Short-Position auch aushalten können, / haben sie überhaupt einen Stopp platziert. Ne? Und ja. Da haben wir jetzt hier die Situation vom Hochausgehen, Cetradax, da lasse ich mir jetzt mal erlaube mir hier so eine Abwärtstrendlinie reinzuzeichnen und der DAX kann hier durchaus in die Richtung, ja, vorhin auch gerade erwähnt, die 16.000 hier noch hochspulen und wenn er das dann bricht, das Level, glaube ich schon, sind wir wieder näher den Hochs als irgendwelchen Tiefs. Aber ich meine, hier hat es jetzt Potenzial, dass der Index durchaus noch ein Stück weit attackiert. Das wird aber, der liebe Andreas, hautnah im Morning Live Trading Room heute hat es ja schon, aber morgen, übermorgen wieder besprechen. Und dir, Bernd, mit den bullischen Aktien, auch außerhalb jetzt von Big Germany, möchte ich natürlich jetzt gerne mal sehen, was du da auf dem Tableau hast. Ja, mal zum DAX. Das Schöne überhaupt an der Clusteranalyse ist ja, dass man diese Cluster herausfiltert und dann ist es eigentlich egal, was der Markt macht. Du musst eigentlich nur sehen, da ist eine Situation, die könnte spannend werden, nach oben oder nach unten. Und wie trade ich das dann? Und was der Markt dann wirklich entscheidet und was der Markt macht, das kann ich nicht, du nicht und wir alle nicht beeinflussen. Von daher. Schade, ich dachte, können wir auf den Buy-Knopf drücken hier aus Broker-Sicht und mal den Kurs ein bisschen hochziehen hier, meinst du nicht? Ja gut, mit deiner Kohle ist das wahrscheinlich kein Thema, dann kaufst halt mal 50.000 Futures. 50.000 also, Futures. Und dann du mal das Orderbuch leer. Ne? Ja, genau. Genau. Das machst du auch nur einmal. Das macht man nur einmal. Kannst du dann die Quittung nehmen, um Gottes Willen. Aber pass auf, so machen wir es auf jeden Fall in der Richtung. Ganz spannend, dass da jetzt der liebe Bernd auch tatsächlich Long-Setups hat, ja, weil ich ein Stück weit das bärische Bild gezeigt habe, wohlwissentlich, dass es hier auch noch ein Stück weit nach oben gehen kann. Ich habe ja auch das große Wochenchartbild angeschaut und beim Bernd, soweit ich weiß, schauen wir ja auf maximal 24 Tage im Rahmen der Saisonalität. Und da gebe ich dir doch mal den Bildschirm rüber. Bernd, damit wir uns jetzt mal ein bisschen abgeholt fühlen von dir und eben den Setups. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Alright. So, jetzt machen wir praktisch wie immer so den Bildschirm im Rahmen der Übergabe an den Bernd. Und da sehen wir den MetaTrader, den Selection Screener. Und ich meine, was ist denn das? Was ist das für eine Aktie überhaupt da? Achso, die habe ich eben nochmal angeschaut. Muss ich heute später nochmal anschauen. Ja, da wäre schon wieder eine schöne Aktie, könnte eine bullische Flagge sein, also nach spontan interpretiert. Ja, die hatte ich mir eben nochmal angeschaut, aber der Trade ist für mich noch ein bisschen interessanter hier. Cognizant Technologies, US-amerikanisches Unternehmen CRV, sieht man hier in der Spalte 4,69. Sehr interessant, schauen wir uns gleich an. Und ja, also schon interessante Aktien dabei. Das ist, wie gesagt, der Seasonable Selection Screener. Und generell, was du eben gesagt hast, die Indizes, ob sie steigen oder fallen, es gibt immer wieder Aktien. Ich hatte, welche Aktie war denn das? Evotech. Mega. Ich weiß nicht was, das war gut. Ja, das war ein Short Trade, voll gegen den Trend. Und einzelne Aktien bestätigen entweder ihre Trends oder auch die Saisonalität, die dann wirklich zum Tragen kommt. Und die Evotech-Aktie ist entgegen aller Indizes
als Short Trade in den Gewinn gelaufen und das war schon eine tolle Nummer. Deswegen kann man auch gegen die Indizes immer wieder einzelne Aktien rausfiltern und mit schönen CRVs, mit Statistiken aus der Vergangenheit, wie der Screener hier auch zeigt, ja, schöne Aktien rausfiltern. Bin ich voll bei dir. Der Mix macht es. Ich gebe ja immer den Tipp, aber schaut euch trotzdem die Indizes an. Wohlwissentlich, das sagte ich vorhin ja auch, dass natürlich gerade bei der Technologieseite 5 bis 7 Aktien den ganzen Index bewegen, weil sie einfach übergewichtet sind. Aber da gilt es natürlich auch zu sehen, hey, wie ist denn der generelle Trend? Und wenn du da aber eben eine Aktie hast, wie eben die Evotec, das war ein gutes Beispiel, die denn dann trotz alledem Schwäche aufweist, der Chart nicht konstruktiv wird und dann hast du noch ein saisonales Short-Pattern. Leute, da muss man agieren und genau solche Sachen kannst du dir mit Cluster-Setups und eben einem Tool, was dir praktisch diese saisonalen Perlen raussucht, natürlich, sage ich mal, ja, auf den Tisch servieren und dann ist es einfach ein Stück weit, ist immer so ein Stück weit schnell dahergeredet, aber es ist ein sehr simples Vorgehen dann, wie vorhin gesagt, Trendlinien, Markttechniken, ein Stück weit Fibos und dann einfach den Trigger auch nutzen und abfeuern, wenn das Signal eben kommt. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was du uns da so ableitet jetzt, Bernd. Ich bin mal. Vielleicht nochmal zu den Short-Aktien hier. Vielleicht nochmal zu den Short-Aktien. Das Signal ist ein bisschen später. Freenet ist auch so ein Kandidat. Startet erst Ende des Monats. Allerdings habe ich hier im Screener den EMA 200 und den EMA 50. Und die sind beide auf Rot. Und selbst wenn die Aktien merkt, ich weiß ja nicht, was sie bis Ende des Monats machen, aber wenn ich jetzt hier auf Freenet klicke, dann habe ich hier eine Aktie, die tendenziell schwach ist. Und im Screener, wie gesagt, das Chance-Risikoprofil, schönes CRV von 5,8, muss man beobachten, wo die Aktie dann steht, wenn das Setup startet, rein saisonal, mit denen kriege ich gleich nochmal drauf ein, auf die Zahlen. Aber habe ich hier sofort im Chart meine Short-Setup für die Freenet-Aktie. Und wenn die Märkte, also die Indizes weiter steigen, kann das trotzdem ein Kandidat sein für einen Short, weil die Aktie ist tendenziell eher schwach. Aber ich will jetzt nicht auf Freenet eingehen, sondern auf, welche war es hier? Cognizant Technology. Cognizant. Ja, genau, auf die wir sagen. Auf den Cent, ja, genau. Auf den Sinn. Ich sehe gerade die Frage, Seasonal Tool, ist das kostenfrei erhältlich? Nein, ist es nicht. Das ist ja tatsächlich ein Tool, was eine große Software hinter sich hat. Ich schicke euch mal den Seasonal Bull Link rein. Schwerpunkt Aktien, aber eben auch Indizes, Währung. Wir sehen da unten Neuseeland-Dollar ist auch drin. Da kannst du praktisch ja dich mal umsehen auf der Website. Newsletter auf jeden Fall abonnieren, Leute, oben rechts auf der Website. Es ist jetzt kein Scam-Link, aber nutzt die Chance. Wer da noch nicht dabei ist, der Bernd, verfasst hier auch immer wieder Einblicke rund um den Weekly-Letter, den es auch noch dazu gibt, wenn man ein Seasonal Bull-Abonnent ist. Das heißt, du hast das Tool zur manuellen Screen-Fähigkeit und aber auch dann ein Stück weit noch von dem lieben Bernd so ein Stück weit seine Ideen, die wir hier auszugsweise zeigen, aber wo es natürlich ein Stück weit mehr gibt und inwiefern wir das, und das ist jetzt gerade auch in der Prüfungsphase, inwiefern wir Partnerprodukte günstiger anbieten können, kostenfrei in Anführungszeichen eher weniger, aber zumindest mit einem Rabatt versehen können, das ist derweil im Loop. Auf jeden Fall bleibt es uns bei JFD treu und sei es dieses oder jenes Tool, hier werden wir auf jeden Fall Vorzüge immer wieder präsentieren. Und dass ihr hier im Webinar seid, liefert ihr auch schon mal einen Hinweis. Also insofern, Bernd, die Bühne ist weiter dir. Wollt es nur noch mal angeregt wissen, weil die Frage... Ja, alles gut. Alles gut, nee, super. Wenn weitere Fragen reinkommen, immer rein damit. Und wie gesagt, die Aktie jetzt hier, Start heute Abend, US-amerikanische Aktie, müssen wir ein bisschen warten, gibt aktuell noch keine Kurse, aber Setup rein saisonal, 11.7. bis 25.7. Ja, 10 Tage, das sind keine Kalendertage, sondern Handelstage. Und in den letzten 25 Jahren gab es mit einer Trefferquote von 80% folgende Erwartungswerte. Also der Stop-Loss mit 3,56% und die Erwartung, also die Chance mit 16,7%. Gibt einen super CRV von 4,69. Und so kann ich mit dem Screener mal eben hier alle durchchecken. Ich kann das auch sortieren nach CRV. Da habe ich die besten Aktien immer oben und dann brauche ich nur hier klicken, Start, Ende und so weiter. Also CRVs von über 3 gefallen mir immer am besten, weil der Screener liefert natürlich wunderbar mit einem Klick, ich klicke jetzt nochmal auf die Aktie hier, so, mit einem Blick sofort ein CRV-Profil anhand der Daten der Vergangenheit. Dieses Profil, wenn die Märkte geöffnet sind, USA noch nicht, ändert sich jede Stunde mit jede Stunde mit dem aktuellen Kurs wird das CRV dann angepasst. Und man sieht das sofort hier im Chart. Nur, das ist ja eine grobe Übersicht.
Ich habe einen CRV, spannende Aktie, 4,69, 4,7 CRV, das ist eine Menge. Und dann gehe ich hin und sage, okay, das ist jetzt hier, wenn ich das noch ein bisschen größer mache, ich mache mal den Dings nochmal, die Bars auch noch ein bisschen größer. Rein theoretisch würde der Stop-Loss hier liegen, aber normalerweise würde ich doch den Stop-Loss hier an diese Kerze legen. Okay, das kann ich jeden Tag, also muss ich nicht jeden Tag machen, schaue ich einmal die Woche rein oder zweimal, dreimal die Woche. Das sind ja alles Daily-Charts und da muss ich auch nicht auf die Sekunde oder die Minute genau dabei sein. Und dann schaue ich mir diesen Wert dann auch in Guidance an, weil da kann ich einfach ein bisschen besser zeichnen, denn MetaTrader ist weiterhin Chart von der Chart-Software unterirdisch und dann schaue ich mir diese Aktie im Stock 3 an. Einen Augenblick, ich schalte mal kurz auf den anderen Monitor. So, wo ist er hier? Da ist er. So, das ist jetzt die Aktie. Ich habe die mal rausgesucht im Big Picture. Und man sieht natürlich einen klaren Abwärtstrend, aber muss doch ein bisschen größer, das ist das ganz große Bild. Die Aktie, na gut, im April 22 starker Abverkauf, aber sie zeigt doch durchaus Stärke. Denn der Aufwärtstrend, der jetzt hier eingezeichnet ist, der ist nicht steil, der ist nicht mega, aber sie zeigt Stärke. Und jetzt haben wir hier wieder unsere Fake-Out-Liquiditätszone, wie man das immer nennt. Diese rote Linie, das ist jetzt ein Bereich, wo die Aktie schon drüber gelaufen ist. Und die Aktie zeigt eindeutig Stärke. Es ist auf jeden Fall Potenzial bis in den Bereich rund um die 70-70 hier in diesem Bereich. Auch da kann ich nochmal schnell einen Widerstand einzeichnen. Das ist dieser Bereich hier. Da wird es auch nochmal spannend, aber rein saisonal betrachtet, und das zeichne ich jetzt ein, das machen wir auch zusammen. Ich habe den vorher schon mal gezeichnet, aber damit die Leute auch mal sehen hier im Raum, wie man das mal schnell eben machen kann, zeichne ich mir dann ganz schnell die Zeitzonen ein. Das ist einmal vom 11.7. Das ist der heutige Tag hier, 11.7. Und dann duplizieren. Das läuft Ganze bis zum 25.7. 10 Handelstage, wohlgemerkt. Mach den gleich ein bisschen größer. So, das ist das Zeitfenster, rein saisonal betrachtet. Jetzt gehe ich nochmal kurz auf den MetaTrader hier. Das sind die Setups. 80% Trefferquote in 25 Jahren, das ist verdammt viel. Und jetzt gehe ich mal zurück in den Guidance. Und jetzt zeichne ich mal rein statistisch die Chance-Risikoprofile ein. Und das Risiko liegt jetzt, gibt ja noch keinen Kurs. Das Risiko würde jetzt mit dem Kurs von gestern bei 3,57 liegen. Das wäre vom Setup, wie man eben auch im MetaTrader gesehen hat, das wäre ungefähr dieses Niveau hier. In den Hintergrund, weil, das muss ich mal abspeichern, aber die Chance, die ist riesig. Die liegt bei 16,71%. Komme ich nicht mal mit den Händen um. Mal schon runterziehen. Also die Chance ist riesig groß. Rein statistisch wohlgemerkt. Eskalativer Sommer, lieber Bernd. Eskalativer Sommer bei diesem Wert, glaube ich mal. Ja, hoffen wir es mal. Ich meine, die Statistiken sind gut. Das ist jetzt ein CRV und dann wäre der auch über den Hochs hier dieses Hoch rausgenommen und ja, das wäre so die nächste Zone. Rein von der Saisonalität. Toller Wert. Und wo lege ich jetzt den Stop-Loss? Das ist das reine Profil vom Seasonal Bull. Aber der Stop-Loss wäre mir ein bisschen zu eng. Aufgrund des extremen CRVs hier von 4,7 kann man den Stop-Loss auch ein Stück tiefer setzen, um ja vielleicht ein bisschen entspannter an den Trade ranzugehen. Ich muss ja, ich kann nicht unbedingt die 4,7 nehmen, aber ein CRV von 4 reicht ja auch, um so einen Trade dann in den Take-Profit zu bringen. Und da würde ich den Stop-Loss unter dieses Tief setzen, also unter diese Tiefs hier. Das wäre mein Stop-Loss für den Trade. Und der wird dann hier an diesem Niveau hier bringen, auf der 63, was ist das? Rot 50, ja, 63, 50. So, eine kleine Rot-Grün-Schwäche, Bernd. Ja, ich habe die falsche Brille auf. Die Sonnenbrille.
Mein Gott, jetzt habe ich immer noch die Sonnenbrille auf von heute Morgen. Ja, da sind wieder Luxusprobleme beim Bernd. Ich denke mir, das hat es ja noch nie mit den Zahlen, weil ich erkenne die Zahlen so glasscharf, wo ich mir denke, jetzt machst du, muss ich mal fragen, ob du die richtige Brille auf hast oder eine Farbschwäche hast. Aber das sind die ist auf jeden Fall ein geiles CAV und auch eine interessante Aktie. Und ich ganz kurz, weil ich mich auch wieder reinschmeiße in deinen Vortrag, der Freydon fragt wegen der Aufzeichnung. Das wird es auf YouTube geben. Da haben wir im Prinzip die eigene Playlist-Cluster-Analyse. Da bitte einen Support schreiben, dann schicken wir den Link zu. Oder ich finde ihn jetzt raus und stellen direkt jetzt hier in den Chat rein. Lass mal dich überraschen. Aber jetzt erstmal, Bernd, weiter im Text. Ja, also das wäre jetzt dann der Entry. Dann muss man schauen, wie der Kurs dann eröffnet heute, US-Märkte. Und also das werde ich dann anpassen. Mal schauen, um 15, 30, 16 Uhr. Mal schauen, rein nach Regel wäre der Trade erst um 22 Uhr gestartet oder kurz vor 22 Uhr. Aber da kann man auch intraday ein bisschen schauen, wie die Trades laufen. Aber wie gesagt, der Stop-Loss anhand des CRVs würde ich unter diese Kerze legen vom 6.7. Vielleicht ein Stück tiefer. Also da kann man mit dem super CRV und mit dem statistischen Rückenwind super arbeiten. Das muss man dann individuell, muss das dann jeder auch entscheiden. Also das ist wirklich eine interessante Aktie, rein saisonal und hat auch nicht jeder auf dem Schirm. Aber wie gesagt, Evotec Short gegen den Markt. Und wenn die Märkte abschmieren, kann diese Aktie trotzdem steigen. Also immer wieder interessant. Und das ist jetzt kein Gurkenwert aus den USA, der da so, ne, das ist schon ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. So, Chart habe ich gespeichert und jetzt kommen wir zur französischen Aktie ich weiß gar nicht, du kannst doch Französisch, Chris, oder? Na, spricht man es Ligrand aus? Ligrand? Lugrand? Ich glaube, es ist Lugrand. Vielleicht sind Franzosen hier an Bord. Ja, gute Frage. Da hättest du mal deine Hausaufgaben machen sollen, lieber Bernd. Nee, habe ich gemacht. Nicht. Es spricht man nicht. Ich habe es mir vorlesen lassen. Heutzutage. Ja, ich hatte ja Französisch in der Schule, aber es hat nicht viel gebracht. Außer einen Satz auf Französisch, den jeder kennt, den sonst kann ich keinen, aber nein. Es heißt Ligrand und es ist eine französische Aktie, auch wie gesagt aus dem mehr Elektrotechnik so und aber schon auch Technologie. Aber der Trade, der wurde nämlich heute Morgen gestartet um 11 Uhr, um 11.07., also heute Morgen um 9.09 Uhr, also kurz nach der Eröffnung. Und leider muss ich sagen, gab es nur ein Setup bei dieser Aktie. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf einen Wert klicke wie Mastercard oder sowas, da habe ich jetzt im Screener, der jetzt völlig uninteressant erstmal für mich ist, weil die Aktie hatte ich auch am Anfang des Jahres mal, die ist auf Seite, hier sieht man den Trade noch, das war nichts. Aber man sieht jetzt hier unten, es gibt noch vier weitere Setups. Und wenn ich hier draufklicke, ändert sich immer das CRV. Es folgen in der Zukunft noch weitere Setups. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, denn die Aktie von Ligrand hat nur ein Setup gehabt und das war gestern Abend. Und jetzt schiebe ich mal, da habe ich mir noch einen Screenshot gestern gemacht. Schiebe ich jetzt mal kurz rüber. Sieht ein bisschen spärlich aus, aber das war das Setup von der Ligrand Aktie. 10.07. Start, 14 Handelstage, 75% Trefferquote über 16 Jahre und mit diesem CRV 9,84 und 2,99 der Stop-Loss. Das war die Aktie gestern Abend. Der Trade ist allerdings erst heute Morgen gestartet. So, und jetzt frag mich, warum, Chris. Der ist erst heute Morgen gestartet. Und nichtsdestotrotz, jetzt muss ich wieder zurück in den Screener. War ich jetzt hier? Ah, die Aktie, wie gesagt, hier. Das ist die Aktie. Unten sieht man es. Legrand 9.09 gestartet. Jetzt mittlerweile auch schon im Plus. Apple läuft ja noch. Gehen wir gleich auch noch drauf ein. Aber gehen wir zurück in die Aktie. Und das ist genau dieses Setup. Das muss ich jetzt nicht mehr zeichnen, denn das habe ich gestern schon gezeichnet. Und das ist der Einstieg hier. Blau ist immer Einstieg, grün Take Profit, rot Stop Loss. Das ist das CRV auch hier leicht modifiziert, aber nur ganz minimal. Das sind jetzt hier die Setups für diesen Trade. Und der Stop Loss liegt hier unten. Also wenn er da unten jetzt, man könnte ihn auch, hätte ihn auch hier hinsetzen können, vielleicht an dieses Tief. Aber hier diese Dreifach-Dings war mir ein bisschen lieber. Und dann muss man natürlich die Stückzahl noch ein bisschen anpassen.
Aber der Trade läuft, wie gesagt, zu 89,46 und ist mittlerweile auch im Plus. So, jetzt schauen wir uns die Aktie nochmal ein bisschen größer an. Denn der nächste, ich muss das hier mal zur Seite schieben. So, der nächste Widerstand lauert natürlich an diesem Level. Aber die Aktie auch hier, wir haben einen Aufwärtstrend. Machen wir nochmal ein bisschen größer hier. Klarer Aufwärtstrend, auch hier Stärke. Das Niveau rund um die Pi mal Daumen 90 Dollar, wollte ich schon sagen, 90 Euro. Ja, da ist er jetzt genau dran und rein statistisch viel Platz nach oben, wenn das Level auch hier gebrochen wird. Und da ist die Aktie jetzt dran. Also Chance nach oben. Und dann kann man den Trade zur Not auch managen, sag ich jetzt mal. Man kann auch die Hälfte dann rausnehmen nach einem R, wenn er jetzt hier hochgeht. Schöner Trade aus meiner Sicht. Oder rausskalieren. Oder so, ja, genau. Oder reinskalieren, wenn du jetzt von einem ganz bullischen Jahresverlauf aufgehst, also dass wir jetzt einfach nochmal wieder ein paar Prozente drauflegen, aber die Aktie hat einen schönen Boden gebildet. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein interessanter Verlauf. Interessant, ja, auf jeden Fall. Reinskalieren würde ich nicht, weil so bullisch extrem sehe ich die Aktie jetzt auch nicht, aber es ist ein saisonales Setup, das man handeln kann. Und ja, die Trades, die wir bisher gemacht haben, zeigen jetzt auch, ich gehe mal hier zurück in den, ja, wir haben jetzt, ja, da muss man immer die Euro-US-Dollar-Kurse noch mit reinrechnen. Also wir lagen schon bei fast 13%, jetzt sind wir bei 10,4. Also die Trades, die sitzen schon und das passt schon. So, und für alle die, ja, der Andreas hört, glaube ich, auch noch zu. Der lauscht und ist gespannt an deinen Lippen, mein Freund. Dann muss ich mal den Stock 3 mal kurz aktualisieren. Ach so, ganz vergessen in der Hektik hier. Das sind die vom Seasonax. Ja, wie Seasonal Bull und Seasonax. Also okay. Auch hier nochmal kurz über 15 Jahre. Cognizant eindeutig jetzt hier bis in den August hinein aufwärts. Starke Tendenz über 15 Jahre, 25 Jahre. Ja gut, das muss man indexieren. Aber das war der Corona-Crash. Also hat noch Aufwärtspotenzial. Und das Setup läuft ja auch nur über, weiß nicht, was waren das, 10 Handelstage oder 11. Also eindeutig ab dem jetzigen Zeitpunkt hat diese Aktie saisonal Rückenwind. Und das gleiche bei Ligro. Auch hier, ne? Auch hier 15 Jahre, auch hier bis Mitte August eindeutig Rückenwind. 17 Jahre, gut. Ja. Also die beiden Aktien haben auf jeden Fall saisonal deutlichen Rückenwind, bevor es dann Richtung Jahresende. Zäh seitwärts wird wahrscheinlich, oder? Ja, klar, aber ich brauche auch keine 50 Tage, sondern ich brauche nur 10 Tage oder 12. Das reicht ja dann. Das ist ja das. Das ist ja auch so eine Kernbotschaft, dass man hier tatsächlich sehr selektiv agiert. Und es ist natürlich auch an den aktiven Händler gerichtet. Es ist jetzt nicht irgendwie, kauf jetzt mal eine Dividendentitel und lass mal 10 Jahre liegen, sondern hier guckst du nach den Perlen und machst auch das, dass du am Ende den Markt eben, ich will sagen, schlagen willst durch eben auch Long-Short-Setups. Beziehungsweise auch wenn der Markt in eine Seitwärtsphase übergeht, was er jetzt ja, die Indizes sind ja straight nach oben gelaufen. Nur wissen kann man das natürlich nicht. Aber die Perlen wird man dann finden, wenn der generelle Markt seitwärts tendiert oder abwärts und man da eben auch direkt sozusagen mitfischt in den ja interessantesten Perlen, um die eben auch nach oben zu holen. Und jetzt hast du nochmal die Apple, die sieht ja recht angeschlagen aus. Ja, jedoch Aufwärtstrend klar. Ich hatte die Aktie. Genau, im letzten Webinar, Cluster hatte ich die vorgestellt. Der Aufwärtstrend ist ja wie auf Schienen eigentlich. Und die Aktie, ja, die hat immer zwischendurch mal hier so ein paar Tage, wo sie ein bisschen rumkrebst, so ein bisschen angeschlagen jetzt vielleicht. Aber ich denke, das Setup endet natürlich jetzt auch bald, am 14.07. schon. Es wird kein Verlusttrade werden, wenn nichts Dramatisches passiert. Aber ja, die Chance war da und wir. Ich glaube, der Trade war ein R im Plus hier, wenn ich jetzt hier an das hochgehe, wo man die Verhältnisse sieht, ist es ungefähr ein R. Aber beim Aktientrading brauche ich für meinen Stop-Loss auf Break-Even, möchte ich gerne 1,5 haben. Dann bin ich entspannter und ja,
Das ist, ist auch wieder eine sehr subjektive Einschätzung oder auch eine eigene ja, Regel von dir, die aber klar. Sinn macht. Ne? Das kann ja jeder managen, wie er mag. Ich meine, die 14% haben wir jetzt noch außenstehend, aber ich sag mal, wir wissen ja auch, und das ist sehr stark, ich weiß aus den letzten Jahren, im September knallt es ja wieder bei der Apple. Da verliert sie ja im Schnitt allein 14%, weil da sind Quartalszahlen, in der Regel wird sie hochgejubelt und dann wird sie abgestraft. Und das ist ein saisonaler Effekt, den die Apple tatsächlich jetzt dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder tun wird, warten wir es mal ab. Aber jetzt in dem Fall Long Setup bald schon vorbei und da machst du dann praktisch dann am Tag der in dem ja. Fall 14.7. Der kommt Signal der schließen, kommt dann der machst Klaus. Du den Klaus. Okay. Da mache ich den Klaus. Ja. Das ist Regelwerk, weil sonst würde wie soll ich sagen, sonst würde der diskretionäre Handel wieder so extrem eingreifen, dass ich sage, vielleicht steigt sie ja doch noch und dann nein, das ist Regelwerk. Ich habe das Setup vom Seasonal Bull und wir können mal kurz, ne, Apple habe ich jetzt, es gibt kein Setup Neues von Apple, also nicht jetzt für die nächsten Tage. Nicht in den nächsten 4 Wochen. Mhm. Ja, und das ist Regelwerk. Also da muss man einen Trade auch beenden und ja, ist halt so. Und ist von daher, ganz klar. Ja, ist so. Und jetzt noch mal eine Frage an dich, Chris. Fällt mir gerade ein. 40 Jahre Amazon. Nein, was war es im Juli? Welche Aktie war das? Amgen ist das, mein Freund. Amgen war es. Die hat sich rauskatapultiert. Die hat tatsächlich in den letzten Jahren, die war ja immer so bei 75-70%, hat sie sich sozusagen ein Stück weit disqualifiziert. Obwohl wissen, dass es natürlich über 40 Jahre plus schon immer noch gut war. Aber jetzt im Juli tatsächlich beginnt, wenn du die Apple schließt, ist das dann eigentlich an der Zeit, die Amgen zu eröffnen. Ja, der Chart sieht jetzt auch angeschlagen aus, will ich mal sagen. Ja, ja. Ich weiß auch, dass, ja, und die hat aber in den letzten Jahren tatsächlich im Sommer die Erwartungen nicht erfüllt. Also das Pattern hat in den letzten 3-4 Jahren tatsächlich jetzt keine Überrendite, sogar zweimal einen Verlust, meine ich, oder auch ein Break-Even einmal erzeugt, wo du sagst, diese Trefferquote war in dem Fall ja nicht bei 80%, sondern sie war schon so bei 75, 74. Ja, wenn du da 2-3 Verlust oder auch Break-Even-Jahre reinmachst, dann fällst du aus dem Raster raus. Ne? Das ist leider so. Ja, sieht ein bisschen angeschlagen aus, muss man wirklich sagen. Ich hätte mir länger nicht angeschaut, aber der Chart sieht jetzt nicht so. Mein Lieblingstitel seit, weiß nicht, 2014, 15 immer wieder. Und da lief es auch sehr gut, 17, 18, 19. Aber jetzt dann, gut, Amgen ist ja auch Biotech und hat ja auch ist ja eine generell starke Aktie mit einer großen Historie. Und hier hat es ähnlich wie bei der Apple aber auch genau den Hintergrund, dass da die Zahlen in der Regel immer wieder. Also bei Apple werden sie abgestraft und bei Amgen waren sie immer dann hochgejubelt. Und das hat sich auch ein bisschen gedreht, das Bild. Also bei der Amgen, die muss ich jetzt mal tatsächlich wieder covern. Guter Punkt, weil jetzt im Juli, das ist ja einer meiner Lieblingswerte, aber da hat sie sich ein bisschen schwer getan. Und wie du richtig im Chart auch schon als Analyst eingezeichnet hast, wenn sie jetzt nicht gleich die Kurve kriegt, dann hat sie wohl eher mal eine Talfahrt vor sich. Ne? Ja. Aber darum geht es ja. Dieses saisonale Pattern ist aber, wie gesagt, jetzt mittlerweile unter 70% gefallen. Ist leider jetzt nicht mehr in der Relevanz, wie es vor einigen Jahren noch war. Weil natürlich auch, muss man sagen, das sind natürlich lebende Objekte, kannst du ja nicht sagen, aber es sind dynamische Zahlen, die natürlich nicht in Stein gemeißelt sind. Und da verändern sich natürlich auch Rahmenbedingungen. Und insofern muss man da auch sagen, okay, wenn so ein Pattern eine gewisse Existenz hat, dann kann man es spielen. Sollte sich das zum Negativen, also der positive Edge ausblenden, zum Negativen wandeln, dann sollte man so einen Pattern dann auch nicht mehr handeln. Nur die Amgen meines Erachtens wird es in den nächsten 40 Jahren immer noch geben und kehrt sie zu ihrer Stärke wieder zurück. Aber momentan eher tricky. Aber auf jeden Fall sind wir schon mit der guten Stunde drüber, Bernd. Du hast das vorbildlich ausgefüllt, auch mit dem Live-Charting. Jetzt hast du die Apple auch nochmal schön frisiert, hier vor den Augen der Zuschauer, damit man auch so sieht, wo der Bernd so seinen Fokus hat, wo er da seine Levels zieht, wie er das macht. Das ist auf jeden Fall immer wieder ein Mehrwert. Ja, wenn ich das hier den Chart jetzt ganz grob betrachte, dann ist die nächste Unterstützung hier um diese hier, Unterstützungszone rund um die Pi mal Daumen dicken Hammer 200, 205. Oh, wie habe ich den dicken Hammer vermisst? Aber es ist jetzt genau der Punkt. Du hast jetzt bei der Amgen nämlich die Situation, erstmal der größere Aufwärtstrend ist gebrochen. Wir sind in einem sehr steilen, kurzfristigen Abwärtstrend und jetzt hast du ein bullisches Pattern. Tue ich mich schwer, selbst wenn jetzt die Quote auch bei 80% läge, ist das jetzt für mich ein Pattern, was ich jetzt nicht unbedingt handeln müsste. Aber es unterstreicht die Situation. Und das ist das Schöne am Screener, weil ich sehe,
an den EMA 200 und an dem EMA 50, ob der Trend wirklich noch intakt ist. Und bei der Amgen, da wäre ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Aber ja, ich habe ein Long-Signal und die EMAs zeigen, also der Trend zeigt Short. Da frage ich mich, muss ich das handeln? Ich meine, das kann jeder machen, wie er will. Der Trendscreener liefert ja nur die Signale und dann muss man schauen, möchte ich das handeln oder möchte ich das nicht handeln? Richtig, ist eine individuelle Entscheidung. Aber in dem Fall torpediert sich das. Also ich habe auch in den letzten Jahren, die haben schon immer mal, die hatte charttechnisch einen schönen Boden, mal auch ein aufsteigendes Dreieck im Chart gehabt und dann hast du noch eine bullische Saisonalität, das ist natürlich klasse. Wenn sie dann ausbricht, dann entweder adoptierst du den Ausbruch oder gehst dann direkt mit einer Pending-Order rein, wenn die Aktie dann sich nach oben schiebt. Aber aktuell, wie gesagt, schade, weil das war so mein Kämmerers Darling. Also Amgen war wirklich eine Aktie, die ich immer meine auch. Ist wirklich. Frag mal den Andreas, wenn der noch zuhört. Andreas klebt an deinen Lippen, schreibt er in den Chat gerade. Die hatte ich, glaube ich, schon vor anderthalb Jahren mal irgendwie vorgestellt. Und Amgen ist immer, war immer interessant und ja, spannende Situation. Aber sowas brauchen wir, oder? Sowas brauchen wir. Alles möglich. Insofern, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Video laden wir auf jeden Fall hoch. Ich freue mich in jedem Falle, dass ihr dabei wart, dass auch der liebe Andreas beim Bernd so an den Lippen klebt und ihn verfolgte. Wird Zeit für ein kleines Schäumchen mal im Norden. Aber da wird sicherlich auch noch die eine oder andere Chance sich offenbaren, sei es im saisonalen Hochsommer oder im kühlen Winter. Wir wollen auf jeden Fall sagen, danke für eure Teilnahme an der Stelle. Danke auch, Bernd, für deine, Einblicke, wie du vorgehst. Ich habe, wie gesagt, das größere Bild ein Stück weit gezeigt von den Indizes und du hast wieder direkt auch vom Tool einfach mal gezeigt, was hier zeitsparend Benefit bringt, um an den Märkten zu agieren und hier nicht irgendwie da als Taubenhaucher da immer irgendwas zu suchen, was man dann vielleicht doch nicht findet, weil da lassen die heutigen Tools wirklich vielerlei Möglichkeiten zu, die einem einfach Arbeit abnehmen. Ja. Am Ende musst du natürlich dein CRV festlegen, ein Stück weit den Markt noch analysieren, aber die Vorarbeit bei über 10.000 Aktien, die wird dir eben abgenommen. Okay, also in dem Sinne, Bernd, lieben Dank dir durch den Ether. Schönen Gruß an die Twitch-Gemeinde und an Andreas in den Norden und dem Rest vom Zuschauer-Auditorium. Sei noch ein wunderschönen sonniger Tag gewünscht. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Monat wieder. Auch von meiner Seite alle Grüße und schönen Tag noch. Servus, ciao. Horido, fette Beute. Auch so. JFT, just fair and direct.